Exzellenzen, verehrte Vertreterinnen und Vertreter der Fakultäten, meine Damen und Herren. Ich habe die Klimapolitik der Bundesregierung in den letzten Jahren scharf kritisiert. In dem Beitrag heute geht es darum, ob es für meine Thesen inzwischen auch Belege gibt, nicht nur in der Theorie, sondern auch in der realen Welt. Und der Vortragende heute ist im Übrigen ein herausragender Kenner der Materie, einer der besten, den wir haben. Darum bitte ich Sie jetzt auch um Ihre volle Aufmerksamkeit. Vielen Dank für die Einführung und auch von meiner Seite herzlich willkommen. Der Wohlstand als gesellschaftliches Ziel, der soll bei den Grünen aus dem Parteiprogramm rausfliegen, hat Bild geschrieben kurz vor dem Grünen Parteitag. Mit dem Argument, die Fokussierung auf materielle Sicherheit, die sei in großen Teilen kontraproduktiv. Die Grünen wollen also einfach so unseren Wohlstand opfern. Ich sage das jetzt zwar nur, damit ich Sie hier jetzt alle gleich im Boot habe und Sie mal alle zustimmen und zujubeln und sagen, bravo, jawohl, weg mit den Grünen. Und ich hoffe, Sie wissen das auch zu würdigen. Zum Kanalabo geht's hier unten. Tatsächlich war es nur so, der Antrag auf Abschaffung des Wohlstands im Parteiprogramm, der war nur vom grünen Kreisverband Warndorf und das Ganze hat sich dann auch nicht durchgesetzt. Aber davon mal unabhängig, ist die Klimapolitik möglicherweise falsch und wohlstandsgefährdend? Das ist die Frage, vor der wir stehen nach wie vor und diese Frage ist existenziell. Vor ein paar Wochen ging es hier um die harte Kritik an der Klimapolitik von Professor Hans-Werner Sinn. Und wie zu erwarten, es hat auf der einen Seite ein paar Kommentare gegeben, so in die Richtung, genau, Klimawandel, das ist sowieso alles Quatsch. Das hat Hans-Werner Sinn aber nie gesagt. Ich hoffe, es ist nicht so rübergekommen. Und auf der anderen Seite hat es aber natürlich auch viel Kritik an seinen Thesen gegeben aus der anderen Richtung. Das Ganze sei halb wahr nur, es sei unausgegoren, zynisch auch angesichts der Klimakatastrophe, die kommt und natürlich auch uralt. Das ist das, was man überall jetzt ständig hört, das sei doch alles nichts Neues, so wie hier in einem Beitrag von Samira El-Ouassil. Das mit Hans-Werner Sinn, das würde doch nur darum ständig neue Ehrenrunden drehen, weil das für viele die gewünschte These sei. Sie schreibt, das sind natürlich Aussagen, die jedem Vertreter der fossilen Lobby den Staat in den August besonnt haben. So kann man auch was disqualifizieren und man muss sich dann noch nicht mal auseinandersetzen damit. Eins von den Kernargumenten von Hans-Werner Sinn unter vielen anderen. Ich verlinke Ihnen hier auch nochmal das Video von seinem Vortrag neulich an der Uni Luzern. Der ist nicht uralt. Und ein wesentliches Argument ist da eben, dass man keine verlässliche Stromversorgung aufbauen kann mit alternativen Energien. Nicht zu vertretbaren Kosten. Und das, obwohl Solarstrom und obwohl Windstrom ja immer billiger werden. Wegen dem Problem der Dunkelflauten. Die haben wir nicht ständig, wir haben sie aber eben immer wieder mal. Weil Wind und Solar, das weiß man ja, die produzieren natürlich nicht ständig gleichmäßig und manchmal kommt von denen auch so gut wie gar nichts. Dafür muss man Reservekapazitäten haben, Reservekraftwerke, die man meistens aber gar nicht nutzt. Und das ist sehr teuer. Und das Entscheidende, je höher der Anteil der alternativen Energien ist, desto mehr teure fossile Reservekapazitäten braucht man. Das hier habe ich schon mal gezeigt, das ist aus seinem Vortrag. Oben goldfarben der stark schwankende Stromverbrauch in Deutschland 2019. Unten weiß die stark schwankende alternative Stromproduktion. Manchmal reicht sie schon komplett, aber manchmal haben wir eben auch Riesenlücken. Und wenn wir beides verdoppeln, weil die alternativen Energien sollen ja stark ausgebaut werden, der Verbrauch wird aber auch stark steigen, weil es kommen ja jetzt Elektroautos, Wärmepumpen und so weiter. Wenn man das verdoppelt, dann nivelliert sich das eben nicht, sondern die Versorgungslücke, die verdoppelt sich dann auch und liegt laut IWP demnächst dann zum Teil bei über 100.000 Megawatt. Das ist deutlich mehr als der jetzige Durchschnittsverbrauch. Nur die erwartbare Lücke.
Und das treibt natürlich nicht nur Hans-Werner Sinn um, sondern das treibt die gesamte Stromwirtschaft um, wegen der Kostenexplosion, die zu erwarten ist. Deutschland hat jetzt schon die höchsten Strompreise der Welt, 70 Mal höher als in Frankreich, mehr als doppelt so hoch als in den USA, mehr als dreimal so hoch wie in Kanada. Und wenn aber die Prämisse ist, dass die Energiepreise hier wettbewerbsfähig bleiben müssen, weil sonst Produktion abwandert in Länder mit weniger Klimaschutz, und das ist ja gerade fürs Klima eben auch nicht gut, dann haben wir hier keine gute Entwicklung gerade. Und diese Abwanderung, die findet ja auch statt. Die deutsche Industrieproduktion, die ist seit 2017 um mehr als 7% geschrumpft, völlig gegen den internationalen Trend. Stellen wir uns da vielleicht nur wieder ein bisschen blöder an als andere bei dem Ganzen. Nehmen wir mal ein anderes Land, nämlich Australien. Australien hat Sonne ohne Ende und auch Wind. Es ist ein Traum für alternative Energien. Australien ist aber auch der fünftgrößte Kohleproduzent und Gasproduzent. Die haben also alles fast an Energie. Da müsste Strom doch eigentlich total billig sein. Ist er aber nicht. Australien hat jetzt, wie man hier sieht, schon den zweitteuersten Strom in der gesamten asiatisch-pazifischen Region. Die Grafik hier ist von Reuters und das gleiche gilt auch für den gewerblichen Strom. Das hier ist jetzt Haushaltsstrom. Und gleichzeitig ist es aber auch der Markt mit den volatilsten Preisen. Der Anteil der alternativen Energien, der liegt jetzt da bei 30%. Das soll noch deutlich ausgebaut werden. Aber leider, das Netz wird immer instabiler und die Preise sind letztes Jahr explodiert. Jetzt nicht nur wegen den alternativen Energien, sondern es gab ja auch noch den Ukraine-Krieg und solche Dinge. Aber man merkt jetzt eben, so geht's nicht mehr weiter. Und es gibt jetzt auch einen großen Streit drüber in Australien, ob man zusammen mit dem Solarausbau jetzt auch die Kohlekraftwerke alle modernisieren muss als Backup. Dagegen wehren sich aber natürlich viele. Und gleichzeitig wollen aber die, die jetzt neue Solarparks und neue Windparks bauen sollen, die wollen jetzt Preisgarantien haben. Sonst machen sie es nicht, weil durch die Solaranlagen, die es schon gibt, dadurch ist der Preis zu einem Drittel der Zeit schon negativ. Das heißt, für die Zeit, in der die Sonne scheint, da braucht man eigentlich gar nicht mehr noch mehr Strom. Und darum hat die Regierung jetzt einen neuen Plan aufgelegt. In dem Plan steht drin, das Stromnetz soll jetzt ausgebaut werden. Das ist natürlich wichtig. Und gleichzeitig kommt aber auch ein Subventionsschema für das Ganze. Und da gehen manche davon aus, dass bis zu 70% vom neuen Solarstrom und bis zu 50% vom Windstrom dann der Staat vergüten muss. Und damit natürlich der Steuerzahler, weil er am Markt eigentlich gar nicht mehr gebraucht wird. Der Ausbau der alternativen Energien stößt also eine gläserne Decke, weil er da dann marktwirtschaftlich keinen Sinn mehr macht. Und das auch früher, als man denkt, offensichtlich. Und ähnlich ist der Fall auch in Chile übrigens. Das ist auch ein sonnenreiches und windreiches Land. Da kriegen die großen Versorger keine Preisgarantien, aber kleinere Solarproduzenten. Und darum sind Milliarden dort reingeflossen in kleinere Solaranlagen. Die verdrängen jetzt die großen Produzenten, weil der Strom von den kleinen wird ja subventioniert. Und die großen gehen jetzt reihenweise pleite. Und die Preise für die Verbraucher steigen. Hier der chilenische Durchschnittsstrompreis von Anfang 2019 bis Mitte 2020. Und das in Zeiten, wo ja die Stromspotpreise immer öfter negativ sind. Und bei uns ist es ja auch nicht unbedingt großartig anders. Die Vermeidung von Netzengpässen bei uns, das hat die deutsche Stromindustrie letztes Jahr 4,2 Milliarden Euro gekostet. Im Jahr vorher waren es nur 2,3 Milliarden Euro. Ein starker Anstieg, auch da waren es nicht nur die alternativen Energien, sondern es gab ja auch hohe Gaspreise. Es gab auch die französischen Kernkraftwerke, die uns da dann auch noch im Stich gelassen haben. Aber es waren eben auch schon 900 Millionen Euro nur für Wind- und Sonnenstrom, den man abgeregelt hat, den man aber trotzdem natürlich zahlen muss. Und die Kosten für den sogenannten Redispatch, also wenn man Kraftwerke nötigt, dass sie hochfahren oder runterfahren,
die haben sich verdreifacht in einem Jahr auf 1,9 Milliarden Euro. Und wenn Sie das nicht glauben, die Zahlen sind hier jetzt nicht aus dem Fachblatt des Verbandes für Klimawandelsleugner, sondern die sind aus der Taz. Das ist ja auch alles kein Geheimnis alles. Aber es hat ja schon irgendwie fast was Tragisches, weil Windstrom und Solarstrom, die werden ja wirklich immer billiger. An sich sind sie schon längst konkurrenzfähig. Aber wenn man alles darauf umstellen will, dann darf man eben einfach nicht vergessen, Strom ist was anderes als Öl oder Holz. Strom kann man nicht speichern und nicht lagern, sondern er muss eben dann da sein, wenn er auch gebraucht wird. Und da hilft es auch nichts zu sagen, solches Denken können wir uns aber nicht mehr leisten oder damit macht man den Leuten nur Angst vor der Energiewende. Und was meistens auch nicht hilft, das sind die ganzen Sprüche so in die Richtung, man muss doch einfach nur viele große Stromspeicher bauen. Man muss den Strom doch einfach nur in den Elektroautobatterien speichern. Oder man muss doch nur schauen, dass die Maschinen oder die Haushaltsgeräte nur dann laufen, wenn auch ausreichend Strom da ist. Das kann man alles vergessen, so wie die Dinge liegen. Das bringt uns über ein paar Tage vielleicht maximal, aber nicht über ein paar Monate und nicht vom Sommer in den Winter. Wir haben diese Stromspeicher so nicht, wir haben die Technik nicht und die Kosten wären im Moment irrwitzig. Und das bringt uns auf zwei Dinge, nämlich erstens auf die Infrastruktur. Die Stromnetze, die sind fast überall der Flaschenhals. Bei uns, in China, in USA, in Australien. Man muss sie ausbauen. Damit kann man jetzt die gläserne Decke nicht sprengen. Man kann sie aber eben nochmal ein gutes Stück anheben und hat dann nochmal ein bisschen mehr Spielraum. Und Stromnetzausbau, das heißt in der Anlegersprache Kupfer. Und darum kriegen Sie von mir dazu auch diese Woche eine neue Hauspost. Kupfer hat jetzt ja 2 Jahre lang fast korrigiert, genauso wie auch die meisten Kupferaktien. Das kann aber eben natürlich auch wieder eine Chance sein. Wo stehen wir bei Kupfer? Warum ist es gefallen? Wie sind die Prognosen jetzt mittelfristig für Angebot und Nachfrage? Und welche Aktien sind da jetzt vielleicht interessant? Und die Hauspost von mir, die ist gratis. Wenn Sie sie noch nicht kriegen, dann bekommen Sie sie ganz einfach auf www.heinrichs-hauspost.de. Kupfer ist also schon mal das Naheliegende, wenn man mit der Energiewende irgendwie noch ein bisschen weiterkommen will. Und die zweite Frage aus Anlegersicht, das ist, ob das Thema Wasserstoff, das ist ja vor ein paar Jahren schon mal furchtbar gehypt worden, ob das nicht vielleicht am Ende jetzt doch noch kommt. Wasserstoff ist unwirtschaftlich natürlich und bei der Umwandlung gehen 70-80% von der Energie, die man reinsteckt, verloren. Also wenn man das mit Ökostrom macht, dann ist es eigentlich die reinste Verschwendung. Aber wir haben natürlich inzwischen die großen Bekenntnisse für Wasserstoffvisionen und riesige Milliardenprojekte aus der Politik. Und naja, wenigstens für die Überschussproduktion aus Wind und Solar, von der wir ja auch immer mehr haben, immer mehr Wind- und Solarstrom, wenigstens dafür könnte es eine Lösung sein zum Ausgleich von Flauten auf der anderen Seite. Das wird dann auch nicht billig und das ist auch keine Patentlösung, lassen Sie mich das betonen, aber ohne irgendwas, das die Schwankungen irgendwie dämpfen kann, da wird dieser ganze Ausbau eben immer sinnloser. Das muss aber nicht heißen, dass die Aktien, die in der letzten Wasserstoff-Rallye profitiert haben, dass die dann diesmal auch wieder profitieren. Aber ich werde das hier oder auch in den Hauspost-Reports, werde ich das weiter im Auge behalten, natürlich das Thema. Es gibt noch eine zweite wichtige These von Professor Hans-Werner Sinn, nämlich fossile Rohstoffe werden am Weltmarkt gehandelt und wenn wir im Alleingang darauf verzichten, dann kaufen andere sie billiger und haben damit dann sogar auch noch Wettbewerbsvorteile. Und dem Klima hilft es null. Siehe auch mein Video über ihn von damals. Das ist eine sehr harte These, nicht leicht zu belegen, auch nicht leicht zu widerlegen. Ich sage dazu nur eins, so wie sich der Ölverbrauch entwickelt im Moment und der Kohleverbrauch und so weiter, nämlich von einem Rekordhoch zum nächsten, da spricht es im Moment nicht unbedingt gegen diese Theorie von Hans-Werner Sinn. Und die CO2-Emissionen steigen natürlich dadurch auch immer weiter von einem Rekordhoch zum nächsten.
Die Welt hat bis jetzt knapp 4 Billionen Dollar investiert in erneuerbare Energien. Es hat vom CO2-Ausstoß her bis jetzt nichts gebracht, nicht das geringste. Und jetzt die große Preisfrage. Heißt das, wir haben noch viel zu wenig getan? Wir müssen unsere Anstrengungen jetzt nochmal vervielfachen? Oder hat Hans-Werner Sinn recht damit, wenn er sagt, es ist sinnlos, wir können Öl und Gas gar nicht aus dem Markt verdrängen? Ich habe darauf bis jetzt keine Antwort, nicht wirklich, aber ich kann nur davor warnen, im Ernst. Ich kann nur warnen davor, dass man sich da einfach auf den Standpunkt stellt, das, was Hans-Werner Sinn da sagt, das gefällt mir nicht und das ist das falsche Denken oder sowas. Das Ganze ist keine akademische Debatte, die man führen kann, mal irgendwie im elfenbeinernen Turm, sondern es ist eine Schicksalsfrage. Es geht ums Klima, aber es geht natürlich eben auch um unseren Wohlstand. Was schlägt Hans-Werner Sinn da vor? Man soll ja auch nicht immer nur meckern. Hans-Werner Sinn schlägt zum Beispiel vor, dass man jetzt Technologieforschung stark vorantreibt, dass man Wälder auch kauft und schützt, weil dadurch CO2 erstmal gebunden bleibt. Er setzt auch eine gewisse Hoffnung in die Sequestrierung, also Abscheidung und Abspeicherung von CO2, solche Technologien. Aber vor allem hofft er auf einen großen Klimaclub, wo alle großen Verbraucher mit drin sind, also USA, China, Indien und die EU. Und die dann auch an einem Strang ziehen müssten und die Ziele dann aber auch nicht nur nach innen durchsetzen müssten, sondern auch nach außen über die Handelspolitik. Dann hätte da keiner mehr einen großen Nachteil und der Club wäre dann auch groß genug und stark genug, dass er die fossilen Brennstoffe wirklich rausdrängen könnte aus dem System. Ist vielleicht ein frommer Wunsch, dass alle zusammenarbeiten, aber dass man im Alleingang was ändern kann und wenn man sich noch so sehr dafür opfert, das ist eben sehr wahrscheinlich auch nur ein frommer Wunsch. Und viele sagen jetzt vielleicht, was soll denn das ganze Gequatsche? Wir haben doch den Emissionshandel, der drückt doch das CO2 dann sowieso raus aus dem System. Ganz automatisch, komplett bis 2050 und das auch noch auf eine sehr marktwirtschaftliche Weise. Dazu gibt es von mir ja auch ein Video hier, aber mal abgesehen davon, dass das natürlich auch wieder ein Alleingang ist von der EU mit einer begrenzten Wirkung weltweit, aber sie überzeugt mich auch sonst nicht so. Es stimmt schon, jeder Akteur kann da dann selber entscheiden, wie er das alles umsetzt für sich, aber die einzelnen Akteure für sich, die können eben keine stabilen Stromnetze bauen. Und die können jetzt auch für sich kein intelligentes Energieproduktionssystem aufbauen allein. Und außerdem, ich befürchte auch, man unterschätzt diese ganze Herausforderung da ein bisschen, so dass man dann eben entweder, wenn man das dann ernst meint mit dem Handelssystem, dass man damit dann doch große Wohlstandsverluste riskiert durch sehr hohe CO2-Preise oder aber, dass man am Ende wieder einknickt und das dann doch wieder abschwächt. Nehmen Sie zum Beispiel den Industriestrompreis jetzt bei uns. Der geht ja auch schon wieder komplett gegen die Lenkungswirkung eigentlich vom Emissionshandelssystem. Das untergräbt das Ganze ja auch schon wieder und zwar komplett. Zumindest sehe ich das so. Ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob das zwingend jetzt auch die Meinung von Professor Hans-Werner Sinn ist. Aber interessanterweise, es waren ausgerechnet die Grünen, die den Industriestrompreis ja haben wollten, weil sie sehen, was da auf uns zurollt an Deindustrialisierung und möglichen Wohlstandsverlust auch. Und weil sie natürlich auf der anderen Seite auch sehen, dass man dafür hauptsächlich ihnen die Schuld geben wird. Es gibt noch ein Hauen und Stechen, glaube ich. Und als Anleger können wir natürlich sowieso nur versuchen, dass wir möglichst das Beste machen aus der Situation, so wie sie eben nun mal ist. Darum eben auch nochmal der Hinweis auf meine Hauspost für diese Woche zum Kupferpreis und zu Kupferaktien auf www.heinrichs-hauspost.de. Und davon abgesehen freue ich mich hier natürlich auch über jeden Kanalabonnenten. Und damit überlasse ich jetzt Ihnen das Wort. Alles Gute Ihnen. Dankeschön fürs Zuschauen.